Herzlich willkommen zum zweiten Thema in unserem Einführungskapitel. Heute soll es gehen um die zwei grundlegenden Gestaltungsprinzipien verteilter Systeme. Es fällt vielleicht auf, Perspektivenwechsel. Ich versuche für die Videos gerade eine halbwegs angenehme Perspektive zu finden. Vielleicht zum Hintergrund, ich bin aktuell auf einem Forschungsaufenthalt in den Niederlanden, drehe diese Videos in meiner Unterkunft. Nachdem die relativ beengt ist, ist noch nicht ganz klar, wie man denn am besten diese Videos platzieren kann, sodass ich halbwegs gut die Inhalte präsentieren kann. Gut, Gestaltungsprinzipien verteilter Systeme. Man sieht es bereits am Skriptum. Wir haben zwei grundlegende Prinzipien, die wir diskutieren müssen. Das ist einerseits die Skalierbarkeit, andererseits die sogenannte Transparenz. Beides wichtig. Wir beschäftigen uns zuerst mit der Skalierbarkeit. Ich habe in der Einleitung schon gesprochen über verteilte Systeme. Verteilte Systeme sind Systeme, die aus mehreren voneinander unabhängigen Knoten bestehen, die aber durchaus zusammenarbeiten, miteinander in Beziehung stehen. Und in dem Zusammenhang spricht man dann von Skalierbarkeit, wann es gelingt, dieses verteilte System so aufzusetzen, dass es an unterschiedliche Lastsituationen angepasst werden kann, und zwar dynamisch. Das heißt, dass es in der Lage ist, dann, wenn hohe Last am System ankommt oder viele Anfragen zum Beispiel darauf einprasseln, wenn wir das mal konkreter machen, sich von der Leistungsfähigkeit anzupassen, indem man zum Beispiel neue Knoten hinzufügt, dann, wenn es wieder nicht mehr notwendig ist, diese Leistungsfähigkeit des Systems wieder zurückzufahren, indem man zum Beispiel einfach wieder Knoten ausschaltet oder weghängt vom System. So, wenn wir uns den Begriff der Skalierbarkeit genauer anschauen, unterscheidet man im Normalfall zwei unterschiedliche Begriffe. Das ist die vertikale Skalierung und die horizontale Skalierung. Vertikale Skalierung ist einfach das, dass man einem einzelnen Knoten im verteilten System, ich versuche das wieder kurz zu skizzieren, wenn das gelingt. Das haben wir ja. Vertikale Skalierung heißt also, einem einzelnen Knoten im System neue Ressourcen hinzuzufügen. Also das, was man klassisch als Aufrüsten bezeichnen würde. Ich habe einen Rechner, dem geht der Speicherplatz aus, dem geht die Rechenkapazität aus. Ich stecke neue Komponenten rein, die die Speicherkapazität erhöhen oder die Rechenkapazität auf irgendeine Art und Weise erhöhen. Das heißt, wir bleiben da, wir haben ein verteiltes System mit mehreren Knoten. Bei der vertikalen Skalierung würden wir jetzt dem einzelnen Knoten einfach irgendwelche zusätzlichen Ressourcen hinzufügen. Bei der horizontalen Skalierung, und das ist jetzt eigentlich der Begriff, den ich vorhin schon beschrieben habe, bei der horizontalen Skalierung fügen wir dem System neue Knoten hinzu. Das heißt, wir verwenden die gleiche Art von Knoten, die werden nicht groß verändert, es kommen nur neue Knoten dazu. Das da wieder umschalten. Das heißt, wir fügen neue Knoten dazu und passen unser verteiltes System dadurch an. Das wäre also die sogenannte horizontale Skalierung. Genau. In dem Fall natürlich einfacher dann die Leistungsfähigkeit des Systems anzupassen, weil wenn man dann die Leistung wieder nicht mehr braucht, tut man die einzelnen Knoten einfach wieder weg und die Sache ist erledigt. Bei einer vertikalen Skalierung ist das nicht so einfach, was ich einmal im System drinnen habe, bleibt auch drinnen. Dementsprechend muss ich erstens beim Aufrüsten manuell eingreifen und beim Abrüsten, beim Zurückskalieren, müsste ich wieder manuell eingreifen. Ist eigentlich nicht das, was man will. Deswegen bleibt man im Normalfall bei der horizontalen Skalierung. Gerade im Zeitalter des Cloud Computing, zu dem Thema kommen wir ohnehin separat nochmal, hat man horizontale Skalierung sehr bequem im Normalfall, indem man einfach Rechen- oder Speicherplatzressourcen dynamisch dazu buchen oder wieder wegbuchen kann, je nachdem, wie man es für die aktuelle Lastsituation gerade benötigt. Gut, Skalierbarkeit kann man dann noch das vielleicht kurz in unterschiedliche
Arten unterteilen. Das Klassische, von dem wir die ganze Zeit schon sprechen, ist die sogenannte Lastskalierbarkeit. Bei der Lastskalierbarkeit geht es darum, dass sie das System unabhängig davon, ob es gerade viele oder wenige Anfragen hat, immer gleich verhält. Also die Antwortzeiten im Wesentlichen nicht steigen. Und der räumliche Skalierbarkeit, so wie es da angeführt ist, versteht man Speicherplatzskalierbarkeit. Das heißt, ein System soll insofern skalieren, als dass bei steigenden Datenmengen der Speicherplatzbedarf nicht unverhältnismäßig anwächst. Das kann zum Beispiel passieren, wenn bei steigenden Datenmengen zusätzliche Verwaltungsdaten notwendig sind, sodass das System überproportional mehr Speicherplatz braucht, dann hätte man keine adäquate räumliche Skalierung. Möchte man natürlich vermeiden. Idealerweise wächst der Speicherplatzbedarf sogar unterproportional an. Das heißt, versucht irgendwie über Redundanzreduktion, Komprimierung den Speicherplatz weniger stark anwachsen zu lassen als die eigentlichen Daten, die gespeichert werden. Die räumlich-zeitliche Skalierbarkeit, die dann aufgeführt ist, fügt dieser Speicherplatzdimension dann nur die Antwortzeitdimension, die wir in der Lastskalierbarkeit schon hatten, hinzu. Das heißt, auch bei steigenden Datenmengen soll die Antwortzeit nicht unverhältnismäßig ansteigen. Vorher bei der Lastskalierbarkeit hat man die Anzahl der Anfragen, bei der räumlich-zeitlichen Skalierbarkeit geht es jetzt darum, auch bei steigenden Datenmengen das System nicht unnötig langsam zu machen. Klassisches Beispiel Suchmaschinen. Eine Suchmaschine soll nur deswegen, weil wir jetzt mehr Dokumente zu indizieren haben, nicht wesentlich langsamer werden. Und das System muss dementsprechend aufgesetzt werden. Der letzte Begriff fällt da ein bisschen außer, der meint was anderes. Strukturelle Skalierbarkeit bezieht sich auf die Systemarchitektur und meint, dass ein System von der Architektur, das heißt von seiner Grundkonzeption, so aufgebaut ist, dass es skaliert werden kann. Wenn ich ein sogenanntes monolithisches System baue, das in sich abgegrenzt ist und keine einfachen Anpassungen oder Erweiterungen erlaubt, dann ist der Aufwand für neue Anforderungen zu skalieren relativ hoch. Wenn es von der Struktur schon so angelegt ist, dass man einfach neue Ressourcen hinzufügen kann, dann spricht man von einer strukturellen Skalierbarkeit. Wir werden das am Ende von Themenbereich 2 dann nochmal sehen, am Beispiel der lose gekoppelten Systeme. Da werden wir uns zwei Beispiele anschauen, wie man softwareseitig bereits darauf Rücksicht nehmen kann, dass man vielleicht das System irgendwann nochmal erweitern können möchte, ohne die Kernkomponenten wesentlich verändern zu müssen. Gut, soviel zur Skalierbarkeit. Wichtig vielleicht jetzt nur der zweite Begriff, das ist der Transparenz. Transparenz ist insofern schwierig, als dass er im Bereich der verteilten Systeme was anderes meint als im alltäglichen Sprachgebrauch. Wenn wir im alltäglichen Sprachgebrauch von Transparenz sprechen, sprechen wir von etwas, das wir sehen können, also dass wir durch irgendeine Barriere vielleicht durchschauen können, dass die transparent ist, sodass das Verhalten des darunterliegenden Systems klar wird. Also in der Politik, wenn da von Transparenz die Rede ist, wird normalerweise davon gesprochen, dass man erkennen kann, wie sich das Gesamtsystem verhält. Bei verteilten Systemen ist es genau umgekehrt. Und von Transparenz sprechen wir dann, wenn ein bestimmter Teil des Systems durchsichtig, also nicht sichtbar werden soll. Also die Komplexität des Gesamtsystems nicht mehr wahrnehmbar ist und das für Nutzerinnen und Nutzer oder darüberliegende technische Komponenten nicht mehr wahrnehmbar wird, dass da darunter eigentlich vielleicht was total Kompliziertes passiert. Auch da unterscheiden wir wieder unterschiedliche Arten von Transparenz. Was wir im Internet ganz gut kennen, ist die sogenannte Ortstransparenz. Bei der Ortstransparenz geht es darum, dass wir nicht erkennen können, an welchem physischen Ort sich ein Dienst oder irgendeine Ressource, irgendwelche Daten befinden. Wenn ich irgendwo einen Webserver im Netz ansurfe, dann weiß ich nicht, wo der steht. Aber wenn der zum Beispiel eine AT-Domain hat, heißt das nicht, dass der Rechner, der physische Rechner tatsächlich in Österreich steht. Das wäre eine klassische Ortstransparenz. Das ist vielleicht gar nicht immer
erstrebenswert, wenn man sich überlegt. Auch ein klassisches Büronetzwerk ist ein verteiltes System, da gibt es vielleicht einen Drucker. Beim Drucker möchte ich vielleicht keine Ortstransparenz haben. Ich möchte nämlich schon wissen, wo der Drucker steht, an dem den Druckauftrag, den ich gerade gesendet habe, wo der dann rauskommt. Wenn ich sonst durchs ganze Gebäude suchen muss, ist das vielleicht nicht die allerbeste Idee. Aber das wäre die Ortstransparenz. Die Zugriffstransparenz als zweites ist etwas, was eher auf konzeptueller Ebene sich abspielt. Da soll es unsichtbar werden, ob die Ressource, auf die gerade Zugriff, lokal oder entfernt ist. Man kennt das von Netzlaufwerken. Ich möchte nicht merken, ob die Datei, auf die ich gerade Zugriff, auf ein Netzlaufwerk oder auf meinen lokalen Rechner liegt, zum Beispiel. Das wäre eine sogenannte Zugriffstransparenz. Wir haben dann noch ein paar weitere, das sind einmal die allerwichtigsten, wir haben noch ein paar weitere. Die Persistierungstransparenz, von der sprechen wir dann, wenn wir nicht merken, ob wir mit persistenten oder transistenten Daten arbeiten. Was jetzt kompliziert auch, das ist ganz einfach. Ich merke nicht, ob die Datei schon abgespeichert ist oder nicht. Wenn ich ein Programm schließe, muss ich nicht extra nochmal auf Speichern drücken, sondern im Hintergrund werden die Daten ständig persistiert, ohne dass der Benutzer, die Benutzerin das merkt. Das wäre die Persistierungstransparenz. Auch das im Übrigen nicht immer notwendigerweise angestrebt. Im Datenbankbetrieb, wenn es um Transaktionshandling geht, möchte ich nicht notwendigerweise immer sofort alles persistieren, sondern erst dann, wenn die Transaktion zum Beispiel abgeschlossen ist, wirklich sämtliche Daten, die durch die Transaktion manipuliert wurden, persistent abspeichern. Nebenläufigkeitstransparenz, da wird schon schwieriger, das zu realisieren. Wir wollen nicht merken, ob mehrere Benutzer gleichzeitig auf eine Ressource zugreifen. Da kann man wieder das Druckerbeispiel hernehmen. Es soll nicht so sein, dass nur weil gerade dieser Drucker einen anderen Druckauftrag druckt, ich nichts mehr hinschicken kann. Das wäre eine sogenannte Nebenläufigkeitstransparenz, wenn das nach wie vor möglich bleibt, wird in der Realität durch Druckerwarteschlangen realisiert, die dann die einzelnen Druckaufträge einfach buffern. Bei Daten, bei Dateien möchte man Nebenläufigkeitstransparenz vielleicht auch wieder gar nicht haben. Soll nicht so sein, dass wenn mehrere Personen gleichzeitig auf dieselbe Datei zugreifen, dass die nichts voneinander merken, weil das einfach zu Inkonsistenzen führen kann. Skalierungstransparenz bezieht sich auf das, was wir vorher gerade besprochen haben. Wir möchten nicht merken, ob das System jetzt gerade skaliert wird, ob da neue Knoten hinzugefügt worden sind oder nicht. Es soll nicht so sein, dass man das System, um neue Knoten hinzuzufügen oder wegzunehmen, ausschalten muss. Das wäre Skalierungstransparenz. Das heißt, das soll ganz normal weiterarbeiten und im Hintergrund einfach neue Knoten hinzufügen. Migrationstransparenz, das haben wir sehr oft im Bereich von Datenbanken. Es kann passieren, dass man einzelne Datensätze oder vielleicht auch Rechenaufträge im Hintergrund im verteilten System auf einen anderen Knoten verschieben möchte, weil irgendein Knoten gerade Auslastungsprobleme hat, soll irgendein anderer Knoten weiter behandeln. Bei Webservern hat man das auch ab und zu. Man kommt mit einer Anfrage zu einem Webserver in einem gesamten Webserver-Cluster, also einem Verband, auf dem verteilten System von mehreren Webservern. Irgendein Knoten nimmt die Anfrage an, merkt aber, okay, bin eigentlich ausgelastet und übergibt die Anfrage an einen anderen Knoten, der noch nicht ausgelastet ist. Und als Nutzer, Nutzerin merkt man nichts davon. Spezialfall davon, habe ich jetzt da schon erwähnt, ist die Prozesstransparenz, eben, dass ich einzelne Programme, laufende Prozesse im verteilten System auf einen anderen Knoten verschieben kann und der Prozess selbst merkt nichts davon und auch der Zugriff auf diesen Prozess bleibt davon unbenommen. Das heißt, ich kann immer mit demselben Namen auf diesen Prozess oder diesen Prozess adressieren und wieder auf ihn zugreifen. Wir haben das zum Beispiel bei Webservices. Bei Webservices werden wir uns später nochmal genauer anschauen. Bei Webservices ist es so, dass ich über URL auf den Prozess, der dahinter läuft, der dieses Service realisiert, zugreifen kann, egal wo der läuft. Das muss dann halt entsprechend durch das System weitergeleitet werden. So, und?
Dann haben wir noch ein paar, die nicht so wichtig ist, falsch gesagt, aber die vielleicht nicht so gängig sind. Die Leistungstransparenz hat was mit der Skalierungstransparenz zu tun. Als Benutzer will ich nicht merken, nicht nur, wann neue Knoten hinzugefügt werden, sondern will überhaupt nichts von der Lastsituation auf dem Gesamtsystem merken. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, dass mir die volle Leistung zur Verfügung steht. Replikationstransparenz hat dann wieder was mit den Daten zu tun. Es kann ja passieren, wenn irgendwelche Betriebssystemhersteller Updates verteilen, wenn es Android oder iOS Update gibt, dann kommt das ja alles nicht von einem Rechner, sondern das wird von unterschiedlichen Stellen auf der ganzen Welt verteilt, dann heruntergeladen. Die Replikationstransparenz sorgt dafür, dass ich es der Herunterladende nichts davon merke, aber wenn sich an dem Update was ändert, propagiert es zu allen Replikationen und alle haben immer die aktuellen Daten. Jetzt ist nicht immer alles so statisch wie so ein Update, das einmal veröffentlicht wird und dann runtergeladen wird. Wenn wir von Datenbanken sprechen, die verteilt auf der ganzen Welt repliziert werden, wird das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Manchmal ist es sogar notwendig, den Datenbestand auf mehrere Standorte aufzuteilen. Das ist die sogenannte Fragmentierungstransparenz. Also von Fragmentierung spricht man dann, wenn irgendein Datum, irgendein Datensatz fragmentiert, also in mehrere Teile unterteilt ist und ich möchte nichts davon merken, dass die Ressource wirklich unterteilt ist. Fehlerausfallstransparenz hat wieder einen Bezug zur Skalierungstransparenz. Wenn eine Komponente im System ausfällt, soll das System selbst operabel bleiben. Man soll idealerweise nichts davon merken oder es soll zumindest verwendbar bleiben. Kann jetzt passieren, dass irgendwo ein Servicerechner ausfällt, der irgendwelche Datenbankzugriffe zur Verfügung stellt. Dann gibt es idealerweise einen zweiten, der diese Aufgabe übernehmen kann. Bleiben wir beim Druckerbeispiel wieder, da kommen wir auf das Druckerbeispiel zurück. Möchte man nicht immer haben, man möchte merken, wann das Papier aus ist und nicht ständig neue Druckaufträge hinschicken, ohne dass die irgendwann die Chance haben, rauszukommen beim Drucker. Gut. Sprachtransparenz, auch da kommen wir bei den Web-Services nochmal drauf zurück, beim sogenannten SOAP, Simple Object Access Protocol heißt es. Das ist ein Web-Service-Standard, der es ermöglicht, unabhängig von der Implementierungssprache eines Dienstes, den aus einem anderen Programm, vielleicht mit einer anderen Sprache zu nutzen. Das heißt, ich kann irgendein Webservice bereitstellen, dass man irgendwelche Börsenkurse liefert, live abfragbar. Das kann durchaus in C++ implementiert sein. Ich habe ein Java-Programm geschrieben und das kann über diese definierte Schnittstelle mit diesem SOAP-Protokoll drauf zugreifen und ich merke gar nichts davon, dass das nicht in Java, sondern in C geschrieben ist. Das wäre Sprachtransparenz und als allerletztes etwas, was mit der Leistungstransparenz wieder in Bezug steht, das ist die Parallelitätstransparenz. Da geht es darum, dass Aktionen parallel ablaufen können, ohne sich gegenseitig zu stören. Auch das wieder was, was man nicht immer haben möchte oder nicht immer realisieren kann. Zum Beispiel kann man Leseoperationen auf einer Datenbank sehr oft parallel ablaufen lassen, ohne dass sie die gegenseitig stören. Schreiboperationen, wo man einen und denselben Datensatz vielleicht parallel verändern möchte, kann man erstens gar nicht parallelisieren, ohne dass sie die in die Quere kommen und möchte man normalerweise gar nicht parallelisieren. So, aber nochmal zurückzukommen, das waren jetzt viele Einzelarten von Transparenzen. Wichtig sich zu merken ist auf jeden Fall die Ortstransparenz, die Zugriffstransparenz ist nur wichtig. Dann wäre vielleicht auf jeden Fall nur die sogenannte Nebenläufigkeitstransparenz zu bemerken, als der Überbegriff für das, was wir am Schluss mit Parallelitätstransparenz hat, diskutiert haben gerade. Und vielleicht nur die Replikationstransparenz, die wir aus dem Bereich der Datenbanken kennen. Gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.